Ja, hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Macht es euch gemütlich, holt euch ein bisschen was zu essen oder zu trinken, denn das wird ein etwas anderes Video als meine Videos, die ich sonst mache. Also keine übliche Kritik, sondern das soll mal ein bisschen entspannteres Video werden. Ein bisschen eine persönliche Geschichte in einem Stück weit. Und zwar wollte ich zum Anlass, wo jetzt gerade Star Wars, das Erwachen der Macht, rausgekommen ist, weil so ein bisschen über meine Erfahrungen mit Star Wars reden und wie ich zu diesem Franchise überhaupt gekommen bin damals. Und ich habe überlegt, was mache ich denn da, und viele haben ja jetzt so eine Retrospektive gemacht, zum Beispiel Traxation, und haben nochmal die alten Filme besprochen, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte gar nicht so wirklich über die anderen Filme reden, ohne dieses Ganze drumherum so ein bisschen zu erklären, wie ich die Filme das erste Mal geschaut habe und was mir die Filme damals bedeutet haben, was sie mir heute bedeuten. Weil Star Wars, sind wir ganz ehrlich, Star Wars ist wirklich mittlerweile mehr als einfach nur ein Film und mehr als einfach nur ein Franchise. Und genauso möchte ich das in dem Falle auch behandeln. Und deswegen ist das Video jetzt Star Wars und ich, die Geschichte, wie kam ich zu Star Wars und bin ich immer noch bei Star Wars? Ich meine, natürlich, ich trage ein verdammtes Mos Eisley T-Shirt. Ja, wann habe ich Star Wars das erste Mal gesehen? Ich habe, ich bin mir ziemlich sicher, dass der erste Teil von Star Wars, den ich gesehen habe, wirklich eine neue Hoffnung war. Und damals hieß er, beziehungsweise die Version, die ich geguckt habe, die hieß auch wirklich noch Krieg der Sterne und nicht Star Wars Episode 4, eine neue Hoffnung, weil das war auf VHS noch aufgenommen von Pro7 damals ohne irgendwelche Änderungen. Ich glaube sogar nicht mal, dass es diese aufpolierte Version aus den 90ern war, weil ich kann mich noch erinnern, dass der Film wirklich sehr, sehr alt noch aussah. Und ich denke mal, das war wirklich diese Originalversion von 77. Also das war komplett unbearbeitet, nicht mal restauriert oder sonst was. Aber ich habe das damals schon geliebt. Ich weiß noch, wie mein Vater mir das aufgenommen hat, und dann habe ich mir das angeguckt. Und diese Szenen wie R2-D2 und C-3PO in den ersten 15, 20 Minuten da durch die Wüste laufen und dann auch diese Jawas treffen und so, das hat sich so bei mir eingebrannt. Und vor allem auch diese Szene in der Kantina. Weil ich hatte den Film danach lange Zeit nicht mehr gesehen. Ich hatte dann irgendwann die anderen Star Wars gesehen und den halt nicht mehr so oft geguckt, weil wir den halt auf VHS-Kassette hatten. Aber ich konnte mich noch so genau an diese Kantina-Szene erinnern, wie dann der eine Typ Luke Skywalker anrempelt und sagt, du magst, mir gefällst, nee, du gefällst ihm nicht und mir gefällst du auch nicht. Und tot bist du gleich. Diese Szene, ich kann mich das so gut noch dran erinnern, wirklich. Und wie dann Obi-Wan ihm den Arm abtrennt und Han Solo Greedo dann erschießt, wirklich. Ah, das hat sich, also ich glaube, diese Szene, wie Han Solo Greedo erschießt, das ist für mich die markanteste Szene aus dem Originalfilm Krieg der Sterne. Und ja, was soll ich großartig sagen? Ab da war ich Star Wars Fan. Die VHS-Kassette habe ich leider nicht mehr. Ich glaube, die habe ich vor kurzer Zeit mal weggefeuert oder so. Ich habe den Film ja jetzt sowieso auf DVD hier rumstehen. Aber das ist echt krass, wie doll ich mich noch daran erinnern kann, an dieses Ereignis, wie ich den wirklich das erste Mal gesehen habe. Ja, und bald darauf habe ich dann halt auch wirklich die anderen Filme gesehen. Ich weiß nicht mehr wirklich, in welcher Reihenfolge. Ich habe die irgendwie ziemlich zeitgleich alle gesehen. Episode 5 und 1 und Episode 2, da waren die dann ja schon draußen. Ich weiß auch noch ganz genau, wie das war. Ein Kollege von meinem Vater, der hatte die Star Wars Filme, glaube ich, alle original auf DVD. Und wir haben uns die halt alle gebrannt. Und hatten halt Episode 5 und 1 und 2 gebrannt. Episode 4 hatte ich ja auf VHS. Plus Episode 6 nicht, da ging die DVD nicht zu brennen. Deswegen hatte ich Episode 6 wirklich Ewigkeiten nicht gesehen. Ich wusste nie, wie die Geschichte ausgeht, weil ich nur die anderen Filme hatte. Aber ich weiß, und ich weiß auch noch, wie ich, als ich die das erste Mal gesehen habe, so mega verwirrt war und gar nicht klar kam mit diesen, mit den Skywalkers und mit dem Todesstern, weil das ist ja, hat ja so viele Parallelen, Star Wars Episode 1 zu Episode 4 zum Beispiel. Ich dachte immer, wenn sie am Ende von Episode 1 diese Blockade da hochjagen und dann halt nur dieses Ding übrig bleibt, dass das dann später der Todesstern wird. Weil, also damals gab es ja auch noch nicht Episode 3, als ich das gesehen habe. Deswegen dachte ich, ja klar, das ist halt der Todesstern dann später, ne? Oder ich weiß auch noch, wie verwirrt ich war mit Anakin und Luke Skywalker. Ich war mir 100% sicher, dass der blonde Junge aus Krieg der Sterne Anakin Skywalker ist. Und mein Vater meinte, nee, das ist Anakin Skywalker, ist der hier aus Episode 1 und Episode 2. Und ich meinte, ach nein, das ist der andere, das ist Anakin Skywalker. Ja, wie herrlich blöd man noch damals war. Also,
Ja, ich kam da überhaupt nicht drauf klar, war mega verwirrend für mich. Genau, stimmt, das war nämlich so, mein Vater hatte zu mir gesagt, weil Episode 3 gab es ja noch nicht, und er hat zu mir gesagt, ja, aus Anakin Skywalker wird später Darth Vader. Und ich dachte so, wie soll das denn gehen? Anakin Skywalker kämpft doch die ganze Zeit gegen Darth Vader, also wirklich völlig dran, überhaupt nicht geschnallt damals, gar nicht. Und dann habe ich irgendwann Episode 6 im Fernsehen gesehen, auf Pro7 bringt ihr ja wirklich einmal im Jahr die Filme da im Free TV. Das war ziemlich cool, Episode 6. Das hat mich mega geflasht. Ich konnte den Film leider nicht zu Ende gucken, weil es Pro7 war und das sonntags lief, das weiß ich auch noch. Und nächsten Tag hatte ich halt Schule. Aber ich habe den dann später nochmal gesehen und fand ihn so geil, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und dann kam Episode 3 im Kino 2005. Und das war dann das erste Mal, dass ich Star Wars im Kino gesehen habe. Und das war ein Highlight. Holy moly, also das war wirklich eine Erfahrung, die mich irgendwie geprägt hat im Kino. Star Wars Episode 3, die Rache der Sith. Weil das war ja dieses Bindeglied zwischen Episode 2 und Episode 4, zwischen den Prequels und der Originaltrilogie. Oh Mann, ich weiß noch, wie ich vom Anfang an gefesselt war bei diesem Film und so. Boah, wie mich das so mitgenommen hat, wie brutal dieser Film damals wirkte. Ich meine, wenn Anakin, Spoiler, Count Dooku dann die Lichtschwerter so kreuzt und ihm dann zack den Schädel da runterhaut, ey. Das war eine Szene, holy moly, also die hat mich ein bisschen geprägt so als Kind. Und ich meine, es wurde ja dann nicht besser, wie dann am Ende Mace Windu gegen Darth Sidious, also gegen den Imperator, dann gekämpft hat. Ich weiß noch, das war glaube ich die spannendste Szene überhaupt für mich im ganzen Film. Ich saß da wirklich so im Kinosessel drin und konnte nicht vor und nicht zurück, war so gebannt von diesem Fight, der da passiert ist. Und weil in diesem Film sind halt wirklich viele Leute gestorben, ne? Und ich dachte so, nein, die können doch jetzt nicht sterben, oh mein Gott. oh Gott, ja, das war echt krass. Und dann bam, Hayden Christensen, Anakin Skywalker, geht zur dunklen Seite der Macht und wird zu Darth Vader und am Ende, wie er dann da hochfährt an diesem Ding und man das erste Mal dieses hört, oh Junge, ich kam nach Hause und war so geflasht von diesem Film. Das war wirklich krass und das war auch übrigens eine der ersten DVDs, die ich hatte. Star Wars Episode 3. Und mit Abstand wirklich der beste Prequel-Film. Und ich kann auf jeden Fall sagen, Episode 3 und Episode 5 sind, denke ich, die Star Wars Filme, die ich am häufigsten gesehen habe. Und am seltensten, denke ich mal, ist es Episode 6, weil den besaß ich halt nicht auf DVD und wenn, dann habe ich ihn halt wirklich nur im Fernsehen gesehen. Aber ich will jetzt gar nicht so großartig über die Filme reden, ich will mehr über das reden, was nach dem Film für mich noch so alles kam und um die Filme drumherum. Also klar, ich muss ja irgendwo mit dem Film anfangen, weil das erste ist, womit ich dann in Berührung kam mit Star Wars. Duh. Aber wie gesagt, Star Wars ist halt mehr als nur die Filme. Star Wars ist ja ein absoluter Kult geworden mittlerweile. Ich meine, shit, seid ihr in letzter Zeit mal in den Rewe gelaufen, was da abgeht? Als ob da eine Star Wars Motto Party läuft. Ja, und da war ich halt ein ziemlicher Star Wars Fanboy. Ich habe halt zum Beispiel Lego Star Wars ganz viel gesammelt. Und ich habe zum Beispiel auch zu Weihnachten, der steht hier, mal ein Darth Vader Puzzlekopf bekommen. Das Ding ist der absolute Hammer. Dieses Ding besteht halt aus mehreren Schichten und jede Schicht ist ein Puzzle und auf jedem Puzzle ist ein Star Wars Motiv drauf und zusammen ergaben sie Darth Vader. Und ich weiß noch, wie ich dieses Ding mehrmals zusammengepuzzelt habe, wirklich. Das hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht und war ein richtig geiles Weihnachtsgeschenk und jetzt steht es halt schön hier in meinem DVD-Regal. Ja, und ich weiß auch noch, ich hatte auf jeden Fall Episode 4 bis 6 auch noch als Hörspiel, genau, und ich habe, glaube ich, Episode 6 öfter als Hörspiel gehört, als ich den Film dann überhaupt gesehen habe. Ja, keine Ahnung, was hatte ich noch alles? Ich habe The Clone Wars, Ich glaube, es war Clone Wars, diese Zeichentrickserie wirklich. Die habe ich auf YouTube mal irgendwann wirklich durchgeschaut. Könnte ich mal wieder machen, die fand ich nämlich echt geil. Was auch sehr cool war, ein Kumpel hat mir mal aus dem Amerika-Urlaub Star Wars Comic-Hefte mitgebracht. Iron Man, Captain America und Star Wars. Ich glaube, die habe ich sogar hier. Iron Man, Captain... Ja, genau, hier sind die Star Wars-Dinger. Hier, zwei Star Wars Comic-Hefte aus Amerika. Ich weiß nicht, da habe ich mich mega drüber gefreut, weil ich meine, die Dinger sind ja dann auch nicht so billig. Es gab auf jeden Fall zwei absolute Highlights mit diesem ganzen Star Wars-Phänomen so für mich. Und das war einmal, Ich komme halt von so einem mega kleinen Dorf ursprünglich und mein Vater hatte regelmäßig so eine Art
Sommerfest veranstaltet auf unserem Grundstück, auf unserem Hof, wo halt alle Verwandten so zusammenkamen und Bekannte und Leute aus einem anderen Dorf und so weiter. Und dann haben wir halt so ein bisschen Show gemacht, so wie jeder hat sich was ausgedacht und hat so Theater gespielt oder sonst was. Das war eigentlich echt ziemlich, ziemlich cool. Und ich weiß noch, bei dem einen Mal, da kam mein Vater runter als Darth Vader. Da hat er sich so ein Darth Vader Helm selber gebastelt, so aus Pappe mit so einem richtigen Helm innen drin und mit so einem Lichtschwert, was ich hatte, was man so aufpusten konnte, das mal irgendwann in so einer Kellogg's-Packung drin war. Oh, das war so geil, das weiß ich noch, zu der Musik. Da kam er da runter als Darth Vader und oh, herrlich. Das Ding ist nur, du kannst dadurch kaum was sehen. Du kannst dadurch kaum was sehen, Skywalker. Und das andere Ding war, wir hatten ein paar Dörfer weiter bei uns mal so ein Star Wars Fan-Treffen. Auch so in so einem absoluten Kaff halt, ne? Wo du dir denkst, oh, andere Leute fahren da extra zu Comic-Con irgendwo und um die Ecke war ein Star Wars-Treffen bei mir und ich dachte, holy shit, wie cool ist das denn? Und ich hab mir, ich weiß noch, das waren die besten Herbstferien, die ich jemals hatte. Herbstferien ging bei uns eine Woche. Und ich saß wirklich eine Woche lang bei uns zu Hause und hab aus Pappe und alten Kaffeedosen mir ein X-Wing gebaut. Und das Ding war der absolute Burner. Ich war so der King bei diesem Star Wars-Fan-Treffen damit. Dann haben wir den noch so silber besprayed und hab ich da richtig geil so Rot 5 rangeschrieben. Oh, das Ding war der absolute Hammer. Selbstgemacht ist halt immer am besten. Da kann ich mich noch wirklich gut dran erinnern. Mit so einem X-Wing. Und der hatte dann so ein Loch, den ich halt, da konnte ich den halt so anziehen. Und das war so geil, ne? Oh, schön. Sein. Ich kam natürlich so auch um die Spiele und die Romane überhaupt nicht drum rum bei Star Wars. Und ich weiß noch, was ich auf jeden Fall gespielt habe von Star Wars, das war sehr viel Empire at War. Das habe ich mir mal richtig günstig irgendwo geholt für 10 Euro. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, bis du als Imperium den Todesstern hattest und dann hast du sowieso alle zerfickt. Und natürlich Lego Star Wars hatte ich das erste und das war echt sehr cool. Also da habe ich das erste und das dritte dann gespielt bei einem Kumpel auf Xbox. Das von der Originaltrilogie habe ich leider nie die Gelegenheit gehabt, das zu spielen. Das müsste ich mal nachholen, weil das ist, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich cool. Und dann natürlich die Star Wars Romane. Der erste, den ich hatte, das war Dunkler Lord, der Aufstieg der Star Vader von James Luceno. Ich kann mich an so gut wie gar nichts mehr erinnern, was da drin passiert ist. Aber ich habe die Romane so dermaßen gesuchtet und ich habe da, glaube ich, 12 oder 13 Bücher oben stehen. Und das Beste war auf jeden Fall Schatten des Imperiums. Das war der absolute Hammer. Das Ding, ich glaube, das spielt zwischen Star Wars Episode 5 und Episode 6. Es hätte ein Film sein können. So gut war das. Und, was auch der absolute Hammer war, die Macht des Todessterns. Das war wirklich so ein Buch, das hat mal versucht, was Neues zu sein. Und zwar hast du dann exakt die Handlung von Eine neue Hoffnung, also von Episode 4, erzählt aus der Sicht von Leuten, die auf dem Todesstern arbeiten. Und das fand ich echt geil. Und das ist vor allem wirklich gut übersetzt, das Ding. Weil da sind teilweise Passagen, ich glaube, das wurde so aus der Sicht von einem Stormtrooper geschildert, wie Darth Vader Prinzessin Leia verhört am Anfang von Episode 4 auf diesem Rebellenkreuzer. Und der Dialog zwischen den beiden ist halt original aus dem Film hier drin. Das sind halt so Sachen, wo du wirklich merkst, da waren Leute wirklich mit Herzblut bei der Sache irgendwo halt auch beim Übersetzen. Das fand ich schon ziemlich geil. Also das waren auf jeden Fall die besten zwei Star Wars-Bände, die ich jemals gelesen habe. Wie gesagt, ich habe davon echt eine ganze Menge. Und viele, die ich auch noch gar nicht gelesen habe jetzt mittlerweile. Also viele, die halt vor der Originaltrilogie spielen, weil mich das irgendwie immer am meisten interessiert hat, was davor war. Aber die nach der Originaltrilogie spielen, die habe ich so gut wie gar nicht gelesen bis jetzt. Und ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt noch mache, weil die ja nicht mehr canon sind, so wirklich. Jupp, und dann, schwuppdiwupps, war 2008 und das war ziemlich krass. Aus dem Nichts kam dann dieser Trailer von Star Wars The Clone Wars und im ersten Moment war ich super gehypt, weil ich dachte, oh, eine neue Star Wars Geschichte in den Klonkriegen. Und ich fand die Animation damals auch irgendwie sehr cool, weil das so aussah wie Anime in 3D und das fand ich irgendwie auch ziemlich geil. Und
Dann bin ich halt ins Kino gegangen und es war nicht so wirklich Star Wars Feeling, um ehrlich zu sein. Die Story war halt sehr dünn und so alles so substanzlos irgendwie und der Humor, den fand ich da schon blöd. Und dann kam ja irgendwie so ein halbes Jahr später dann die Serie raus, wo ich am Anfang dann auch echt gespannt war, wie die wird. Und oh, dann waren die ersten Episoden so wirklich scheiße davon, fand ich. Und ich habe nicht mal die erste Staffel durchgehalten, das zu gucken. Vielleicht sollte ich dem Ding nochmal eine Chance geben irgendwann, weil ich habe ja gehört, das soll wirklich ziemlich cool sein eigentlich so. Star Wars, The Clone Wars. Aber ich konnte damals schon irgendwie nicht so viel damit anfangen. Und jetzt gibt's ja Star Wars Rebels und oh Gott. Oh, ich habe davon schon die Vorschau gesehen. Das sah ja furchtbar aus. Also schon allein von der Animation her so lieblos und so ohne Texturen und Details. Halt so alles das, was Star Wars, finde ich, ausmacht. Und vor allem die Originaltrilogie sind diese Details und dieses Organische. Das, es wirkt halt nicht gestellt, es wirkt halt wirklich wie so ein Epos, der erzählt wurde. Ich bin natürlicherweise halt echt viel älter geworden, seitdem ich Star Wars das erste Mal gesehen habe. Und also dementsprechend hat sich auch so ein bisschen meine Sicht auf Filme so verändert, weil ich Filme halt viel bewusster schaue heutzutage. Aber ich liebe Star Wars immer noch und alles, was mit Star Wars zu tun hat, finde ich immer noch irgendwie echt toll. Ich bin halt nicht mehr so blind, was Star Wars angeht. Ich kann halt die Filme jetzt wirklich als Filme sehen und nicht nur als, oh, Star Wars, nice. aber ich liebe Star Wars immer noch. Ich meine, es gibt Leute, die schwören ja auf Harry Potter oder auf Herr der Ringe oder Star Trek. Ist auch alles okay. Kann ich absolut verstehen. Ich finde, jeder hat irgendwie so ein Franchise, auf das er übel abgeht. Und bei mir ist es halt Star Wars geblieben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass zum Beispiel Kinder von heute so absolut auf diese Marvel-Dinge abfahren und so das so ein bisschen die neue Star Wars wird, diese Marvel-Filme. Was ich aber finde, was an Star Wars wirklich so unglaublich faszinierend ist, das ist die Zeit, die Star Wars wirklich überdauert hat. Es gibt da wirklich nicht viele Franchises, die sich über so einen großen Zeitraum erstrecken und so viele Generationen wirklich beeinflussen. Ich meine, das ist jetzt die dritte Star Wars-Generation. Ich meine, zu das Erwachen der Macht gehen wahrscheinlich Enkel mit ihren Eltern und ihren Großeltern rein. Und das, ich weiß nicht, das finde ich richtig, richtig toll irgendwo. Und ich bin auch mit meinen Eltern zu Star Wars das Erwachen der Macht reingegangen, weil ich gesagt habe, das müssen wir machen, das ist Star Wars. Da muss man zusammen reingehen irgendwo. Ich gehe doch nicht alleine in Star Wars-Film an. Ich bin ganz ehrlich, man kann über die Prequels wirklich sagen, was man will. Sie gehören nun mal genauso zu Star Wars wie die Originaltrilogie. Und jeder, der was anderes sagt, hat einfach Unrecht, weil die Prequels gehören nun mal zu Star Wars. Es ist Star Wars. Der einzige, den ich halt wirklich gut finde, ist Episode 3. Wobei auch der, keine Ahnung, müsste ich mal wieder gucken. Hab den länger nicht gesehen mittlerweile. Episode 2, ich bin ganz ehrlich, finde ich unanschaubar. Ich habe neulich Episode 2 mal wieder gesehen und boah, also ganz, ganz schwer. Kann man sich, finde ich, nicht mal anschauen. Episode 1 hingegen, ich bin ganz ehrlich, finde ich okay. Ich weiß nicht, was alle gegen diesen Film haben. Der Film tut doch niemandem weh. Ich meine, nicht mal Jar Jar Binks finde ich jetzt wirklich schlimm. Und ich habe mir wirklich Episode 1 auch 2012 im Kino nochmal angesehen und ich fand es super. Es hat mir richtig gut gefallen, weil es war halt Star Wars. Und Star Wars ist halt so viel mehr als der Film irgendwo für mich. Ich meine, über die Originaltrilogie muss ich wahrscheinlich nicht mehr viel sagen. Es sind wirklich nahezu perfekte Filme, zumindest Krieg der Sterne und Das Imperium schlägt zurück. Weil die Rückkehr der Jedi-Ritter kam, der ist ein bisschen schwächer, das muss ich auch sagen. Aber die Originaltrilogie sind so schön in dem, was sie erzählen. Und sie haben so schön gezeichnete Charaktere und Szenen, die es wirklich so in die Popkultur geschafft haben. Und die so die Zeit überdauern und ich finde es sogar gut, dass die Filme immer wieder nachbearbeitet wurden. Jetzt nicht mit diesem ganzen CGI-Quatsch, der da so reingeworfen wurde, aber dass die Filme nachrestauriert wurden, so die Laserstrahlen nachgezogen wurden. Weil die sehen jetzt heutzutage wirklich gut aus nachbearbeitet, das muss man ja mal auch sagen, ne? Ich meine, nicht alles, was an diesen, an den Special Editions genau, nichts alles daran ist schlecht. Und ich habe das Erwachen der Macht gesehen und ich wurde nicht enttäuscht. Es war wirklich all das, was ich von dem neuen Star Wars Film wollte. Es war diese Magie, dieses Mysterium, gute Charaktere, Witz und vor allem Abenteuer. Und Abenteuer ist für mich Star Wars und das sind für mich die Star Wars Spiele, das sind die Comics, das sind die Romane, das ist Lego Star Wars zusammenzubauen, das ist Abenteuer. Und deswegen finde ich Star Wars so toll, weil man immer wieder in eine neue Welt entführt wird. Und gerade deswegen kann ich auch verstehen, warum andere Leute so Harry Potter und Herr der Ringe toll finden und das ihr Star Wars ist und deswegen kann ich absolut nicht verstehen, warum für andere Leute Twilight Star Wars ist, weil Twilight ist kein Abenteuer. Aber gut, deswegen
fieber ich auch so den neuen Star Wars Filmen entgegen, weil so viele unterschiedliche Regisseure da jetzt zum Beispiel sind. Ich meine, Rian Johnson macht Episode 8, der Typ hat vorher Looper gemacht. Meiner Meinung nach einer der besten Science-Fiction-Filme, den wir in den letzten Jahren hatten. Und Gareth Edwards, ist es Edwards? Ich glaube ja, der Typ, der Godzilla gemacht hat von 2014. War jetzt kein perfekter Film, aber der Typ hat's drauf als Regisseur. Und da bin ich super gespannt, was da auf uns zukommt. War ein bisschen längeres Video jetzt, das war meine Geschichte mit Star Wars. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Ihr könnt ja ein bisschen drunter schreiben, wie ihr zu Star Wars gekommen seid, was euch mit Star Wars so wirklich verbindet. Und dann würde ich sagen, war's das von mir und macht's gut, bis dann. Ich bin euer Mutantix8. Geht auch auf meinen Partnerkanal Nerdwatch. Da habe ich das Format Movie Bash, wo ich über richtig schlechte Filme rede und sie ein bisschen zerreiße. Und macht viel Spaß auf jeden Fall. Schaut es euch an. Fließt auch viel Arbeit rein. Und sonst, ja, folgt meiner Facebook-Seite, wenn ihr immer up-to-date sein wollt, so ein bisschen, was bei mir so abgeht auf meinem Kanal, was ich mir hole für Filme, was für Videos demnächst kommen oder wo ich demnächst im Kino zu reingehe. So denn, das war's von mir. Ich bin euer Mutantix8 und möge die Macht mit euch sein. Immer.